in Richtung ja, zukunftsavisiertes Geschäftsmodell, was wir gestern vermittelt haben. Da können wir ja dann gleich dort anknüpfen und das ne, als unterstützende Maßnahmen immer mit einfließen lassen und natürlich falsche Versprechungen machen, wie immer. Umso besser die falschen Versprechungen, umso höher die Quote oder die Resonanz an Geld. Und es zählt nur Geld, alles andere können Sie nachschmieren. Aber natürlich Seriosität und niemals durchblicken lassen, wer wir wirklich sind. Ne? Also immer schön scheinbar nach außen, Höflichkeit, niemals, niemals unter die Gürtellinie, immer mit Etikette, immer Aushängeschild, Etikette, Knicke, du weißt, Knicke, wenn es dir nicht mehr geläufig ist, zu lange her, dann geh nochmal, ich finanziere dir das. Also übers Projekt natürlich, also über die eine. Dann machst du nochmal schöne Knickenlehrgang, wie man sitzt, wie man steht, wie man isst, wie man redet und so weiter und so fort. Verhaltensregeln, ja, am Tisch. Wie gibt man die Hand, wann gibt man sie nicht, gibt man die Hand und wann steht man auf, in welchem Land, welche bla 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 bla. Also man muss sehen, ein Mann von Welt. Ja. Ein Mann von Welt. Das muss man einfach sehen. Und das darf niemals nur der Ansatz wie hier vulgär Rainer. Die ja nun hier Gossensprache benutzt, ja, das ist ja fürchterlich. Und dann will die mit mir gesehen oder verbunden werden. Und naja, ich habe ja schon gesagt, gestern, wo ich mit der telefoniert habe, ich sage, Alter, ich warne dich nochmal, wenn irgendeine Verbindung zu mir offiziell wird, dann räuchert es im Karton. Ja. Da klatscht und zwar kein Beifall, da ist richtig Bullen offen. Da labert die dort am Telefon, der Kackautomat. Ich sage, wie redest denn du in der Öffentlichkeit, wenn dich Menschen hören und wissen, dass irgendwo, ey, ich sage, meine Fresse, hast du sowas von mir schon mal gehört? So eine Gossen-Jauchensprache, das ist doch fürchterlich. Wie kann man sich denn so mitteilen? Das geht doch nicht. Ich meine, hallo, wozu gehen wir denn? Ja? Wozu machen wir es denn? Sich so gehen zu lassen, also wirklich, da kann alles passieren. Aber sowas darf doch nicht passieren.